Ja, die Pause war so viel kürzer, dass sogar auch der erste Redner, Dietmar Bartsch, erst hier gerufen werden musste ins Plenum. Er war nämlich noch wählen und Bundestagsvizepräsident ist hier durch die Abstimmungen doch sehr schnell durchgekommen. Das heißt, das hat hier auch die Abgeordneten überrascht, dass es so schnell geht. Und jetzt hören wir rein in Dietmar Bartsch Rede zur aktuellen Stunde, zur Haltung der Bundesregierung zu den sozialen Folgen eines Ölembargos. Umgewälzt werden und hier in besonderer Weise auf Ostdeutschland. Sie haben doch in den vergangenen Wochen als Regierung immer den Grundsatz hochgehalten, dass Sanktionen der russischen Führung mehr schaden sollen als uns. Meinen Sie wirklich, das gilt für dieses Embargo? Meine Damen und Herren, insbesondere in Ostdeutschland werden die Konsequenzen dramatisch sein. Minister Habeck meint, es könnte rumpelig im Osten werden. Ich finde, das ist eine unangemessene Verniedlichung eines gewaltigen Problems, meine Damen und Herren. Alle Gewerkschaften, IAK und, sagen klar, dass das nicht sein darf. Wir begrüßen, dass der Minister, Herr Habeck, in dieser Woche in Schwedt war. Andere waren auch da. Es war eine richtige Entscheidung. Aber es hätte so sein müssen, erst der Plan, dann Gespräch mit den Betroffenen und dann eine Entscheidung. Wenn die Bundesregierung eine Entscheidung trifft, muss sie dafür sorgen, dass die 1200 Arbeitsplätze in Schwedt langfristig gesichert werden. Die Raffinerie muss dann so vollständig mit Ersatzöl beliefert werden. Der Standort Schwedt muss für die Region garantiert werden. Und das ist kein Kann, meine Damen und Herren, das ist ein Muss, meine Damen und Herren. Gerade in dieser Situation ist eine aktive Industriepolitik lebenswichtig. Meine Damen und Herren, die Raffinerie in Schwedt zu retten, reicht aber nicht aus. Es braucht in der aktuellen Situation einen Schutzschirm für Ostdeutschland, damit die Strategie von Putin, den Westen zu spalten, eben nicht aufgeht. Auch angesichts des Ölembargos schmilzt Ihr Entlastungspaket in der Maisonne dahin. Wir fordern Sie auf, überarbeiten Sie diese Pläne. Diese Entlastungspäckchen reichen nicht aus und beenden Sie vor allen Dingen eine Unverschämtheit, dass Rentnerinnen und Rentner kein Geld erhalten sollen. Das ist Altersdiskriminierung. Und erklären Sie mir mal auch, warum Studierende nichts erhalten sollen. Das ist inakzeptabel, meine Damen und Herren. Wir alle wissen, Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen, die wir uns im Moment vielleicht alle gar nicht vorstellen können. Der Krieg, Klimawandel, schreiende soziale Ungerechtigkeit, die Pandemie und. Und aktuell stellen die Menschen fest, alles wird im Moment teurer. Das Leben wird teurer. Brot, Butter, Gemüse. Lebensmittel kommen per Lkw in den Supermarkt. Und wenn Sie nichts gegen die explodierenden Spritpreise tun, darf man sich nicht wundern, dass die Lebensmittelpreise steigen. Herr Habeck wollte doch die Mineralölkonzerne zur Verantwortung ziehen. Was ist eigentlich daraus geworden? In keinem anderen EU-Land ist der Dieselpreis seit Kriegsbeginn so stark gestiegen wie bei uns. Shell und Co. machen sich zur Freude ihrer Aktionäre die Taschen voll. 200 Milliarden Gewinn schätzt die Internationale Energieagentur für dieses Jahr. Beenden Sie diese Abzocke, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine Übergewinnsteuer, wie sie im Übrigen in anderen europäischen Ländern, die sogar konservativ regiert sind, wie Griechenland oder Italien, bereits vorhanden ist. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner, Hartz-IV-Bezieher, Selbstständige haben historische Einschnitte zu verkraften. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger verliert von Tag zu Tag an Wohlstand. Und liebe Sozialdemokraten, liebe Grüne, was haben Sie noch im Wahlkampf versprochen? Oben nehmen und ergeben, unten geben. Ich will mal aus dem SPD-Wahlprogramm zitieren. Wir wollen die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen. Wer sehr viel Vermögen hat, muss einen größeren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Richtig, sehr richtig, beifallberechtigt. Oder aus dem grünen Wahlprogramm. Die Einführung einer neuen Vermögensteuer ist unser bevorzugtes Instrument. Auch sehr richtig. Und wie ist die Realität? Pustekuchen, Veto der FDP. Jetzt erleben wir das Gegenteil. Oben sprudeln die Gewinne und unten und in der Mitte haben die Leute weniger im Portemonnaie als vor der Wahl. Und das ist doch falsch, meine Damen und Herren. Es geht in diesem Punkt um eine staatspolitische Verantwortung. Der soziale Frieden ist wichtiger als die FDP und die gute Laune in der Ampel. Entlasten Sie die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben Vorschläge gemacht und besteuern Sie endlich den Geldadel, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Dietmar Bartsch hat hier die aktuelle Stunde eingeleitet. Und nächster Redner ist Carsten Schneider, Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, hat nun das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren in dieser aktuellen Stunde auf Antrag der Linksfraktion die Auswirkungen eines möglichen Ölembargos auf die sozialen Folgen in Ostdeutschland und der Forderung nach einem Schutzschirm für Ostdeutschland. Ich will die Gelegenheit nutzen, mal zum Ursprung zurückzugehen. Wir diskutieren ein Ölembargo, weil es einen russischen Angriffskrieg unter der Führung von Wladimir Putin auf den unabhängigen Staat der Ukraine gibt. Das diskutieren wir und daraus Folgenleistungen daraus. Nun haben wir verschiedene Optionen, die wir als Bundesregierung gezogen haben, auch mit Unterstützung des Bundestages. Da ist zum einen die Entscheidung, dass wir die Ukraine mit Waffen auch unterstützen, um sich zu verteidigen. Da ist die Entscheidung, dass wir das Land in seinem Haushalts nicht überschüssen, sondern Mindereinnahmen unterstützen, damit es lebensfähig und überlebensfähig bleibt. Und da ist die Entscheidung, dass wir Sanktionen gegenüber dem Aggressor Putin, der russischen Nomenklatura, gemacht haben, auf europäischer Ebene, die abgestimmt sind, um das wirtschaftliche Herz Russlands zu treffen, um Putin davon abzuhalten, weiter gegen die Ukraine Krieg zu führen. Und diese Sanktionen bezogen sich in den ersten Schritten auf personenbezogene Sanktionen, Einfrieren von Vermögen, Yachten etc. Sie kennen das. Aber auch die Blockade von Projekten, die wir gemeinsam, als wir von einem friedlichen Europa in der friedlichen Zusammenarbeit mit Russland ausgehen konnten, auch wie zum Beispiel Nord Stream 2, die Gasleitung. Und wir beziehen es auch auf unsere Abhängigkeit in der Energieversorgung Deutschlands von Russland. Und diese Abhängigkeit ist fundamental und sie muss in eine Unabhängigkeit und eine Diversifizierung gewandelt werden. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, gemeinsam mit den anderen europäischen Ländern uns vom Ölimporten Russlands unabhängig zu machen. Und im zweiten Schritt wollen wir das, was möglich ist, nämlich auch uns von den Ölimporten Russlands unabhängig zu machen, vollziehen. Dazu hat die Bundesregierung, der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister auf europäischer Ebene geworben. Dafür haben wir eine Fast-Einigung. Es liegt nur noch an Ungarn, das ich bisher nicht dazu bereit erklären kann. Aber das Ziel ist, dass wir Frieden in Europa, Frieden in der Ukraine bekommen und letztendlich auch wieder eine Ordnung und ein System von gleichberechtigten nationalen Staaten, die sich verteidigen können, die aber vor allen Dingen deren territoriale Integrität gesichert ist. Und nur dann, lieber Kollege Bartsch, gibt es aus meiner Sicht auch die Chance auf eine Entspannung, auch was die wirtschaftlichen und sozialen Folgen betrifft. Denn eins ist klar, wir haben es mit einer sehr, sehr hohen Inflation zu tun. Und diese Inflation ist zum großen Teil bedingt durch erhöhte Energiepreise und die ist bedingt durch auch steigende Nahrungsmittelpreise. Und das trifft in der Tat, insbesondere weil das regressiv wirkt, die geringen, die unteren und mittleren Einkommen, weil die nicht ausweichen können. Man muss einfach heizen. Man muss Strom benutzen, wenn man seine Wohnung nutzen will, und kann das runterfahren. Ganz viele Menschen machen das, sparen, wie es nur geht. Aber irgendwann ist eben auch Schluss. Und auch die Nahrungsmittelpreise steigen überproportional. Und auch da kann niemand großartig sparen, insbesondere nicht bei denen, die sich sowieso schon kein Biofleisch oder Bionahrung leisten konnten, sondern das gekauft haben, was im Discounter sehr günstig war. Aus diesem Grund will ich zweigeteilt antworten. Zum einen auf die Frage der Ölversorgung und der ostdeutschen Raffinerien und am zweiten Teil aber auch auf die möglichen Entlastungswirkungen. Weil nichts zu tun, aus meiner Sicht, keine politische Handlungsoption ist. Nichts zu tun ist keine Option. Nichts zu tun würde bedeuten, wir sehen weiter zu, und wir sehen zu, wie sich Russland immer weiter hineinfrisst in die Ukraine, immer weiter den Süden, den Südosten der Ukraine in sich einverleibt und die politischen Ziele mag Herr Putin im Kopf haben. Unser Ziel muss es sein, ihn zurückzudrängen und die Ukraine wieder als nationalen Staat unabhängig sichern zu können, sodass dann auch wieder normales wirtschaftliches Geschehen
möglich ist und vor allen Dingen auch Frieden. Zu den sozialen Ausgleichsleistungen. Das ist ja, wird heute im Bundestag ja auch schon diskutiert und auch beschlossen. Da gibt es vor allen Dingen nicht Kleckerbeträge, sondern 30 Milliarden Euro. 30 Milliarden Euro, die wir in die Hand nehmen, um die verschiedenen Leistungen, sei es die Reduzierung der Energiesteuer beim Tanken, sei es die Transfers für Kinder und Jugendliche, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 300, 100 Euro etc., aber auch insbesondere bei denen, die Wohngeldempfänger sind, die Kosten des Wohngeldes zu erhöhen und auch die Kosten der Unterkunft insgesamt. All das führt dazu, dass wir, ich würde sagen, wahrscheinlich 70-80% der höheren Kosten in diesem Bereich kompensieren können. Dazu kommen noch insbesondere für Unternehmen Zuschüsse, die insbesondere von den hohen Energiepreisen, insbesondere beim Gas, auch betroffen sind. Das alles wird in diesem Jahr dazu führen, dass wir die Mehrbelastung kompensieren können. Wir können sie nicht gänzlich ausschließen. Ich glaube, das wäre auch eine Überforderung des Staates. Jetzt aber zum Zweiten, zur Ölversorgung. Warum nehmen wir gerade Öl? Weil wir beim Gas so abhängig sind, und ich muss das hier so deutlich sagen, es war ein Fehler der vergangenen Bundesregierung, dass wir uns so abhängig gemacht haben von den Gaslieferungen Russlands, dass wir nicht heute, nicht zum Stand heute sagen können, wir können darauf verzichten. Das würde die deutsche Volkswirtschaft in eine sehr, sehr schwierige Lage bringen. Ich denke insbesondere an die Grundstoffindustrie, aber auch Glasindustrie bei mir in Thüringen. Einmal abgeschaltet ist so eine Wanne nie wieder anschaltbar und die Arbeitsplätze sind weg. Das könnte nicht unser Ziel sein. Das würde uns schwerer schaden als Wladimir Putin und sein Russland. Aus diesem Grunde schließen wir das aus. Zum Zweiten haben wir neben Kohle, worauf wir verzichten, Öl. Russisches Öl wird in zwei Raffinerien in Ostdeutschland benutzt und weiterverarbeitet. Das eine ist Leuna, da habe ich mir vor einigen Wochen ein Bild von machen können. Leuna, Chemiepark, 15.000 Arbeitsplätze, französische Eigentümer mit Total. Dieser Eigentümer hat bereits entschieden beim Angriffskrieg Russlands, dass er auf russisches Öl zum Ende des Jahres verzichten wird. Und die Ersatzlieferungen kommen über die Pipeline aus Danzig. Ich danke der polnischen Regierung auch für die Zusammenarbeit an dieser Stelle. Da zeigt sich, dass Europa zusammensteht. Und diese Auslastung ist so gesichert, dass der Chemiestandort gesichert werden kann, auch wenn es geringer vom Volumen insgesamt sein wird. Der zweite Punkt ist Schwedt, TCK Schwedt, ein Unternehmen, das zum größeren Teil Rosneft gehört, zum kleineren Teil noch Shell. Dieses Unternehmen raffineriert Öl aus der Druzhba-Pipeline aus Russland, das vollkommen darauf angewiesen ist, dort versorgt zu werden. Und es versorgt insbesondere die Flughäfen Halle-Leipzig, Berlin-Brandenburg und auch den Kraftstoff, stellt den Kraftstoff her für Berlin-Brandenburg und für Mecklenburg-Vorpommern in Teilen. Ich habe selbst mit den Beschäftigten, mit den Betriebsräten, mit den Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam mit dem Kollegen Zierke, vorige Woche Mittwoch das Gespräch in Schwedt gesucht, weil ich klar machen wollte, dass eine politische Entscheidung dieser Bundesregierung auch eine politische Verantwortung nach sich zieht. Und diese politische Verantwortung bezieht sich nicht nur dafür zu sorgen, dass wir den Standort Schwedt mit einer neuen Eigentümerstruktur, und da liegen alle Optionen auf dem Tisch, auch gegenüber der EU-Kommission, dass wir mit einer neuen Eigentümerstruktur diesen Standort erhalten und durch Importe über Teilen auch die Leitung von Danzig, der Kollege Kellner wird darauf doch eingehen, als auch über den Hafen Rostock den Standort versorgen können. Das wird eine Mindestsicherung mit sich bringen und es wird dafür sorgen, dass wir in Schwedt weiterhin die Raffinerie im Betrieb halten können. Mir ist es wichtig, den Beschäftigten und der ganzen Region, die wirtschaftlich eine gebeutelte Region ist, klar zu sagen, dass diese Bundesregierung zu Schwedt, zur PCK in neuen Eigentümerstruktur steht und dass wir diesen Standort, diese Arbeitsplätze nicht nur erhalten wollen, sondern dass wir jetzt die Chance nutzen wollen, sie auch weiterzuentwickeln und sie zu transformieren. Dafür gibt es sehr, sehr gute Chancen, weil es ein großes Gebiet ist, das zusätzlich zur Verfügung steht und insbesondere im Bereich Wasserstoff und anderen Technologien, auch Biofuels, beste Bedingungen hat, zu prosperieren. Aus diesem Grund hoffe ich sehr, dass die ausgestreckte Hand, die wir als Bundesregierung reichen, und so habe ich das in Schwedt auch wahrgenommen, dass die angenommen wird und dass es uns gelingt, uns unabhängig zu machen von Russland, von der Versorgung, dass es gelingt, die russische Aggression zurückzudrängen und die Perspektive auch für gute Arbeitsplätze in der Energiewende in Schwedt zu haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, war das. Und auf ihn antworten wird Sepp Müller, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin ein Kind der Wiedervereinigung. Ich bin ein Kind der Europäischen Union und ich bin ein Kind des Strukturwandels. 1989, im Altkreis Griffenhainichen geboren, waren damals 12.000 Menschen direkt und indirekt beschäftigt in der Braunkohle. Mit der friedlichen Revolution und der Gott sei Dank eingetretenen Wiedervereinigung haben von jetzt auf gleich diese Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Leerstandsquote 30%, von drei Grundschulen nur noch eine. Familien wurden auseinandergerissen, weil Väter Aufbau West geleistet haben und in die alten Bundesländer gefahren sind, um dort ihre Familie zu versorgen durch Montagearbeiten. Diskussionen mit neuen Eigentümern über gesellschaftliche und Eigentümerstrukturen von Unternehmen. Das bestimmte in den 90er Jahren meine Generation, meiner Eltern und die Generation, die dort aufgewachsen sind und sich entschieden haben, dort zu bleiben. Und es ist unsere Region, die trotz aller Schwierigkeiten, und da reichen nicht warme Worte, da werden wir Sie an den Taten messen, Herr Staatsminister Schneider. Das ändert die Menschen, das ändert die Identität und das gibt auch ein anderes Gefühl für Dinge, die von außen eingetragen werden, wo Veränderung und Strukturbrüche auf der Tagesordnung stehen. Und wenn wir uns das anschauen, was jetzt in der Europäischen Union aufgrund des Angriffskrieges von Wladimir Putin gegen den freien Staat Ukraine diskutiert wird, nämlich ein Ölembargo umzusetzen, dann betrifft das nach 32 Jahren Wiedervereinigung insbesondere die Regionen, die vor 32 Jahren Strukturwandel durchgemacht haben. Und dass die Menschen vor Ort, sehr geehrter Herr Schneider, Ihre Ampelregierung keinen Millimeter weit trauen, liegt nicht daran, dass Sie nur einmal dort waren und hier eine flammende Rede gehalten haben, sondern liegt daran, dass ein gesamtgesellschaftlicher Kompromiss im Bereich Kohle für das Jahr 2038 getroffen wurde. Ihre Ampelregierung gesagt hat, wir wollen idealerweise 2030 raus und es bis heute noch nicht geschafft hat, den Menschen vor Ort eine Antwort auf die Fragen zu geben, wie geht es weiter mit meinen Arbeitsplätzen, wie werden wir zukünftig versorgt, was machen wir mit unseren Existenzen. Und deswegen, sehr geehrter Herr Schneider, wird es für uns als Union die Hauptaufgabe sein, Sie beim Wort zu nehmen. Wir werden alles daran setzen, dass in Schwedt kein einziger Arbeitsplatz wackeln wird. Wir werden alles daran setzen, dass der Strukturwandel in Brandenburg und in den neuen Bundesländern nicht wieder wie 90 falsch angegangen wird, sondern auf den richtigen Füßen gestellt wird. Dafür werden wir als Union die Kraft nehmen, um nach vorne zu gehen und Sie beim Wort nehmen. Und dazu gibt es mehrere Ideen, die wir hätten gerne von Ihnen gehört. Wir brauchen drei Punkte, um nicht nur Schwedt, sondern auch Leuna fit zu machen und die chemische Industrie im mitteldeutschen Dreieck wieder dorthin zu bringen, wo sie war, nämlich zur Herzkammer Deutschlands in der chemischen Industrie. Diese drei Punkte sind auch ohne viel Geld umzusetzen. Wir brauchen Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung beim Ausbau von Netzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen als Union, dass Ihr Sommerpaket vorgezogen wird, nicht nur erneuerbare Energien mit Windrädern in die Landschaft stellen, sondern die Netze müssen auch Richtung Ost und West gehen. Dafür brauchen wir Genehmigungsverfahren.
Wir brauchen kurzfristig ein LNG-Terminal im Rostock oder Warnemünder Hafen und die Ausbaggerung des Rostocker Hafens, weil Sie wissen ganz genau, dass tiefe Schiffe mit Rohöl nicht in den Rostocker Hafen anlanden können. Und mittelfristig wollen wir mit Schwedt und Leuna ein Bundeswasserstoffnetz aufbauen. Und darum brauchen wir eine Pipeline, die Ost und West verbindet, nicht nur zwischen Öl, sondern auch mit Gas. Weil dann brauchen wir keinen Schutzschirm, liebe Linke, keine Jammern, sondern dann brauchen wir den Turbo für den Osten. Und dann sind wir wieder die Herzkammer dieser Industrie. Und dann gehen wir voran mit der Union. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat auch schon Schwedt besucht, hat dort auch den Beschäftigten Mut gemacht. Er wird jetzt nicht regelmäßig dorthin kommen können, aber sein parlamentarischer Staatssekretär soll regelmäßiger Ansprechpartner sein. Michael Kellner spricht auch jetzt hier im Parlament. Wir müssen uns auf eine Zukunft ohne russisches Öl einstellen. Und das hat Wladimir Putin erzwungen durch den brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir müssen schneller raus aus fossilen Energien und wir müssen schneller raus aus russischem Öl. Und wir dürfen nie wieder so abhängig sein von einem Land, wie wir es von Russland waren und teilweise immer noch sind. Das ist eine besondere Herausforderung für Ostdeutschland. Da hängt die Versorgung der Menschen dran, da hängen viele Unternehmen dran, da hängen Arbeitsplätze dran, der Wohlstand in der Region. Jetzt habe ich ja einige Vorschläge gehört, die gesagt haben, ja, lass uns doch eine ungarische Lösung machen. Lass uns doch Ostdeutschland rausnehmen aus einem Ölembargo. Ich will mal definieren, was das ökonomisch bedeuten würde. Was würde das für Leuna bedeuten? Großer Chemiepark, der ist nicht nur eine Raffinerie, sondern er produziert ja für die ganze Welt chemische Produkte. Wer würde denn diese Produkte heute noch kaufen, wenn sie aus russischem Öl wäre? Niemand würde sie mehr kaufen. Dieser Standort wäre in seinem Bestand gefährdet, wenn wir auf diese ungarische Lösung gehen würden. Auch deswegen hat Total ja entschieden, bis Ende des Jahres rauszugehen. Und ich war in Leuna zusammen mit Carsten Schneider. Ich habe dort die Zukunft gesehen. Wissen Sie, es gibt ja die alte Fläche der alten DDR-Raffinerie, riesig groß, ist ja in den 90er Jahren eine neue Raffinerie gebaut worden. Auf dieser Fläche, dieser Raffineriefläche, ist aktuell eine riesige Baustelle. Dort baut UPM, ein finnischer Konzern, der entwickelt biobasierte Chemie, also Grundlagen für chemische Produkte und für die Pharmazie. Das macht er aus Laubhölzern, eine gigantische Anlage, die dort entsteht. Und in Leuna wird der größte Wasserstoffelektrolyseur Deutschlands gerade gebaut. Das ist die Zukunft, die man in Leuna sehen kann. Und diesen Weg, den müssen wir weitergehen. Und die Versorgung von Leuna ist über Danzig gesichert. Das hat Total vereinbart. Wir werden die Transformation in Leuna weiter unterstützen müssen. Wir werden auch die Infrastrukturanbindung des mitteldeutschen Chemiedreiecks weiter unterstützen müssen. Und was würde denn eine ungarische Lösung, was würde das denn für die PCK, was würde es denn für Schwedt bedeuten? Das wäre eine Entscheidung gegen Polen. Der Absatzmarkt der PCK, der auch Westpolen beliefert, würde wegbrechen. Es wäre eine Lösung gegen die Ukraine. Es wäre eine Lösung gegen das Baltikum. Es wäre eine Lösung gegen Polen. Es wäre eine Lösung gegen Osteuropa. Es wäre eine Lösung gegen Gesamteuropa. Und diesen Fehler, wir können doch nicht den gleichen Fehler von Nord Stream 2 da wiederholen, indem wir eine falsche Politik fortsetzen. Schwedt wäre doch verloren, weil kein Mensch, kein Unternehmen würde doch in Schwedt dann investieren. Ich war schon weit vor dieser Krise in Schwedt. Mein Vater hat dort Pflastersteine zur Eröffnung verlegt, damit das rechtzeitig als Kombinat, als junger Mann eröffnet werden kann. Und ich war zuletzt Anfang der Woche mit dem Bundesminister Habeck in Schwedt. Und es wird nicht leicht, aber wir haben einen Plan, wie es gelingen kann. Wir können Schwedt über Rostock versorgen zu ungefähr 60%. Das sind übrigens 2 Schiffe pro Woche, die aus Wilhelmshaven fahren können. Wir können in Wilhelmshaven das auch so anmischen, dass es auch verarbeitbar ist. Wir haben eine Erdölreserve dankenswerterweise in Deutschland, die reicht für 90 Tage für Gesamtdeutschland. Da wir nur über diese Frage von Schwedt reden, reicht diese Reserve viel, viel länger. Und wir brauchen die Hilfe aus Polen für eine weitere Unterstützung über das Level
über 60%. Und wir brauchen eine staatliche Unterstützung für Schwedt, um auch die Kostenstruktur in den Griff zu bekommen. Und ehrlicherweise gehört auch zur Wahrheit dazu, Schwedt ist heute die PCK in den Klauen von Rosneft. Und das macht die Situation so viel anders und so viel schwieriger als in Leuna. Und heute beschließen wir hier in diesem Hohen Haus das Energiesicherungsgesetz. Heute Nachmittag. Und allen, die den Osten stärken wollen, die sollten dafür heute Nachmittag die Stimme abgeben. Es gibt uns die Möglichkeit, kritische Infrastruktur ja unter Treuhandverwaltung zu setzen oder gar als Ultima Ratio zu enteignen. Wir sollten doch eine Lehre aus dieser Krise ziehen, dass wir nie wieder kritische Infrastruktur in Händen wie Staaten von Russland, in russische Hände geben oder in Staaten, die wie Russland sind. Das ist doch ein Fehler. Und den korrigieren wir mit diesem Gesetz, dass wir eine Handlungsmöglichkeit haben. Und ich will noch mal was sagen zur Zukunft von Schwedt. Ich war auch vor 2 Wochen in Schwedt. Dort gab es eine Präsentation der Stadt, der Bürgermeisterin über den Standort. Na, erste Seite war alles negativ. Alter, Abwanderung, keine innovativen Produkte. Als Wahlkreisabgeordneter habe ich darüber geärgert, nichts Positives kam als zweite Seite in dieser Präsentation. Und natürlich ist richtig, wir werden mit dem Hochlaufen der Elektromobilität einen Rückgang an Diesel, an Benzin sehen. Deswegen brauchen wir den Wandel und die Transformation. Deswegen will ich mal die fehlende Seite dieser Präsentation benennen, was die Stärken der PCK von Schwedt sind. Es sind gut ausgebildete Menschen, Fachkräfte. Und wir haben, anders als in den 90er Jahren, haben wir die Situation, dass wir heute einen Fachkräftemangel haben, dass heute Industrieansiedlungen scheitern, weil wir nicht genügend Fachkräfte haben. Wir haben Platz in Schwedt, wer das Gelände kennt, für Ansiedlungen. Und wir haben viel, viel grünen Strom in Schwedt, was ja entscheidend war für die Ansiedlung von Tesla in Grünheide, von Intel in Magdeburg oder von Norvolt in Schleswig-Holstein. Und auch das PCK-Management hat sich schon vor Jahren auf den Weg gebracht, zu investieren in grünen Wasserstoff. Diese Projekte sind dann gescheitert. Und zwar, ihr könnt mal überlegen, an wem, an dem Hauptgesellschafter in Schwedt, an Rosneft. Und wir werden auch nicht alles elektrifizieren. Wir werden die Mähdrescher nicht über die Brandenburger Felder mit Batterie fahren lassen. Da könnten wir sie gleich betonieren. Wir werden die Flugzeuge müssen wir mit E-Fuels, mit Biokraftstoffen betreiben. Auch das ist eine riesige Chance für Schwedt. Und ich will den einen Punkt aufnehmen, den fand ich sehr richtig. Wir haben eine große Chance, und das ist die Frage grünen Wasserstoff. Und ich will da mal ein Beispiel geben. Wir haben in Lubmin. In Lubmin landet Nord Stream 2 an. Und ich habe gesehen, wie Nord Stream 2 in den letzten Jahren dort an Land gebaut wurde. Die Pipeline heißt dann die Eugal-Pipeline. Die geht von Lubmin bis runter zur tschechischen Grenze, bis weiter nach Baden-Württemberg, wenn man das quer ziehen will. Diese Pipeline gibt es. Diese Pipeline ist ein Rohrkrepierer, ist ein gescheitertes fossiles Projekt. Das ist doch nicht gescheitert wegen uns, es ist gescheitert wegen eines Angriffskrieges von Wladimir Putin, ja, auf die Ukraine. Wir sollten doch mal hier die Wahrheit sagen, woran es gescheitert ist. Da könnte selbst die Linke noch klatschen. Aber ich will sagen, dieses Nord Stream 2, diese zwei Röhren, die da in der Landschaft verbuddelt wurden, ich habe es ja gesehen, wie sie entstanden sind, diese zwei Röhren mit einem Durchmesser von 1,40 Meter, riesige Dinger, die können wir nutzen. Die können wir nutzen und können daraus ein Wasserstoffprojekt machen, ein grünes Wasserstoffprojekt. Wir können Ostdeutschland zur Erzeugerregion für grünen Wasserstoff machen. Das ist die Chance für die Region. Daran arbeiten wir gerne mit Ihrer Hilfe. Herzlichen Dank. Der parlamentarische Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner. Und nächster Redner ist Steffen Cottret für die AfD-Fraktion.
Er sitzt im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Staatssekretär Keller, wollen wir mal Ihre Märchenstunde hier beenden? Also als ob es die Verbraucher interessiert, welche Vorprodukte irgendwo drin sind. Und wahrscheinlich in anderen Ländern, in anderen Erdteilen, wenn dort steht, hergestellt in Russland, wäre es dann wahrscheinlich auch noch ein Verkaufsschlager. Also das ist ein völliger Quatsch. Ungarische Lösung. Ja, warum denn auch nicht bei uns? Warum nicht Ostdeutschland da ausnehmen? Denn Ölembargo, das ist so, als würden wir den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Das ist doch völlig klar. Und es ist völliger Wahnsinn, dass wir über ein Embargo reden, aber trotzdem immer noch davon abhängig sind. Und wenn hier der Ölhahn oder der Gashahn zugedreht wird, dann sind wir das doch, die das machen. Wir schädigen uns doch selber und nicht die Russen. Die reagieren nämlich nur. Die reagieren nämlich auch auf Enteignung, auf Quasi-Enteignung durch Unterstellung ihrer Betriebe bzw. einiger Betriebe dann unter Treuhand. Das ist auch nichts anderes als eine Art Enteignung. Und Wasserstoff als große Chance, naja, wir haben schon oft darüber geredet, das ist alles andere als eine große Chance, sondern Wolkenkuckucksheim. Und Öl von woanders herzubringen. Wir haben doch aber gerade auch überall festgestellt, dass dieses Druzhba-Pipeline-Öl ein besonderes Öl ist. Das kann nicht einfach so ersetzt werden. Wenn Sie sagen, mir nichts, dir nichts, wir können das einfach so machen, dann ist das Wolkenkuckucksheim. Nein, wenn wir ein Ölembargo gegen Russland machen, dann gehen in Schwedt leider die Lichter aus. Und das ist eine sozialpolitische und auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Und seien Sie bitte ehrlich und sagen Sie das den Leuten. Und das ist ja auch in der Betriebsversammlung so rausgekommen. Und da glaubt Ihnen keiner aus der Belegschaft, dass Sie da wirklich ehrlich an einer Lösung arbeiten, weil Sie nämlich genau das Gegenteil machen. Sie sind nicht lösungsorientiert, Sie sind das Problem und nicht die Lösung. Und auch, dass Nord Stream 2 durch den Krieg jetzt beendet worden wäre. Nein, da haben Sie schon vorher die Weichen gestellt, dass das zu den Akten gelegt wird, weil Sie eben kein Gas wollen, weil Sie eben in Wolkenkuckucksheim erneuerbare Energien wollen, die nicht funktionieren, die instabil sind. Und das ist doch völlig klar, das liegt auf der Hand. Und der Minister Habeck hat es ja auch gesagt, wir werden einen zeitlichen Ausfall haben bei einem Versorgungsstopp. Und wir werden hohe Preissprünge haben. Und das ist eine sozialpolitische Katastrophe auch, was gerade hier passiert. Und insofern schädigen wir uns selbst. Aber Bundeskanzler Scholz hat ja gesagt, dass wir keine Sanktionen machen, wenn wir uns selbst mehr schädigen als den Sanktionierten. Aber genau das passiert doch hier. Wir schädigen uns selbst mehr als den Sanktionierten. Und insofern müssten Sie eigentlich sagen, nein, wir wollen kein Ölembargo. Und darauf warten wir eigentlich, auf diese vernünftige Politik, nein zu einem Embargo. Die Folgen für Unternehmer, für Bürger stehen eben in keinem Verhältnis. Und schon 2014 haben wir gesehen bei den Sanktionen, dass gerade wir Deutsche darunter leiden. Die Exporte der USA nach Russland sind gestiegen, unsere Mittelständler haben in die Röhre geguckt. Das sind die Realitäten, wenn wir Sanktionen machen. Und wir werden die Russen doch nicht mit unseren Sanktionen zu irgendeiner Politik zwingen können. Das ist doch völlig illusorisch. Und insofern ist das also auch völlig überflüssig und an dieser Stelle überhaupt nicht ihrem eigenen Ziel gerecht. Naja, aber was passiert denn, wenn wir in Ostdeutschland Treibstoffnotstand haben? Naja, das würde sich dann einreihen, zum Beispiel in die Berliner Politik, wo also Parkplätze weggenommen werden und wo Straßen plötzlich mal zugemacht werden. Dann passiert eben, dass der individuelle Autoverkehr eingeschränkt wird. Und vielleicht wollen Sie ja das. Vielleicht steht das ja dahinter. Weil eine andere rationale Erklärung kann ich mir an dieser Stelle hier nicht vorstellen, meine Damen und Herren. So. Und der ungarische Ministerpräsident Orbán, der hat gesagt, dass das Embargo wie eine Atombombe für die Wirtschaft wirkt. Und so wäre es in ähnlicher Form eben auch bei uns. Aber im Unterschied zu uns haben die Ungarn eben eine Regierung, die sich an den Interessen der Leuten orientiert und nicht an irgendwelchen anderen Interessen und vor allen Dingen auch nicht an Zielsetzungen, die nicht zu erreichen sind. Wir werden keine großen Einflüsse im Staatshaushalt der Russischen Föderation sehen, denn sie werden ihr Öl woanders liefern. Und nur wir sind dann wieder aufgrund der Preissprünge und überhaupt aufgrund der Lieferengpässe diejenigen, die das Nachsehen haben.
Und wenn hier heute so getan wird, dass mit der Belegschaft im PCK Schwedt so ja, eine Verständigung gemacht worden ist. Nein, am Montag gab es doch ganz klar eine Frage. Ne? Welche Interessen verfolgt eigentlich der Minister Habeck? Das sind die Fragen, die dort gestellt wurden. Unsere Arbeitsplätze, die gehen doch verloren. Wir sind eben auf dieses Öl angewiesen. Und da gab es keine, wie immer, wie Sie so suggerieren, dass man da irgendwie zu einer gemeinsamen Lösung kommt. War alles nicht so. Und das ist eben Sand in die Augen der Leute. Und wir brauchen uns da gar nicht verschließen, dass die Folgen verheerend sein würden. Und deswegen lehnen wir dieses Ölembargo ab. Der Kollege Olaf Inderbeek hat das Wort für die FDP-Fraktion. Und Olaf Inderbeek ist in dieser Debatte der erste Westdeutsche, der sich hier zu den sozialen Folgen eines Ölembargos in Ostdeutschland äußert. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen nicht nur von einer Zeitenwende, wir durchleben gerade eine Zeitenwende mit allen planbaren und allen unplanbaren Ereignissen. Deshalb ist die Beantragung dieser Aktuellen Stunde, um breit über die Auswirkungen eines Ölembargos zu debattieren, auch angemessen. Dass aber suggeriert wird, dass es sich hier um ein rein ostdeutsches Problem handelt, ist mir zu kurz gesprungen. Wenn wir über PCK in Schwedt sprechen, reden wir nicht über ein rein ostdeutsches Problem, sondern über ein landesweites und sogar grenzüberschreitende Herausforderung, denn PCK in Schwedt beliefert ja auch große Teile Westpolens. Hier wird versucht, Osten gegen Westen und damit die Menschen in Deutschland gegeneinander auszuspielen. Aber damit genug der Worte über Sie, liebe Fraktion der Linkspartei. Natürlich besprechen wir an dieser Stelle ein enorm wichtiges Thema. Und wir müssen die Sorgen und Ängste der Menschen, insbesondere in Ostdeutschland, ernst nehmen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich kann Ihnen allen versichern, die Bundesregierung und auch wir als Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag sind uns dieser Verantwortung bewusst. PCK in Schwedt ist die letzte Raffinerie in Deutschland, die nach wie vor über die Druzhba-Pipeline von russischen Ölimporten abhängig ist. Und selbstverständlich, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, so ehrlich müssen wir sein, ein Embargo für Öl aus Russland ist eine tiefgreifende Entscheidung und eine Kraftanstrengung für ganz Deutschland. Und genau deswegen war der Bundeswirtschaftsminister auch bereits am Montag in Schwedt und hat die Pläne der Bundesregierung erklärt. Er hat sich aber auch die Sorgen und Ängste der Menschen angehört. Dafür bin ich ihm ausdrücklich dankbar. Denn eins ist klar, die Koalition wird alles dafür tun, um den Standort Schwedt und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu erhalten und auch die Kraftstoffversorgung in ganz Ostdeutschland sicherzustellen. Da spreche ich auch ganz gezielt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PCK in Schwedt an. Wir sind uns ihrer Ausnahmesituation bewusst. Die Ampelkoalition ist sich auch der Bedeutung der Raffinerie für die Region. Die Bundesregierung bringt uns mit gezielten und entschiedenen Maßnahmen durch die Krise. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor 78 Tagen haben wir bereits einiges geschafft. Unsere Abhängigkeit von Russland konnten wir in vielen Bereichen deutlich reduzieren. Vor einiger Zeit kam rund 35% unseres Öls aus Russland. Jetzt liegen wir bei 12%. Wenn man das große Ganze betrachtet, sieht man also, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Ampelkoalition hat bewiesen, dass sie kurzfristig und schnell Entscheidungen treffen kann. Das gilt für das Gasspeichergesetz, das Energiesicherheitsgesetz, LNG-Terminals und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das wird auch für den Umgang mit einem Ölembargo gelten. Vor uns liegen nun entscheidende 6 Monate des Ausstiegs. Am Ende dieser Übergangsfrist werden wir auch für den Standort Schwedt eine Lösung gefunden haben. Wir werden alternative Beschaffungswege organisieren, um nicht mehr auf russisches Öl angewiesen zu sein. Das heißt ganz klar, die Öllieferung nach Schwedt ist über die Pipeline aus Rostock nur für den Mindestbetrieb ausreichend. Es geht um eine logistische Herausforderung. Wir müssen gemeinsam mit unserem polnischen Nachbarn den Dialog fortsetzen und zusätzliche Liefermengen über den Hafen Danzig auch für die PCK vereinbaren. So wollen wir die Kapazitäten wieder erhöhen. Aber auch die Eigentümerfrage wird auf den Prüfstand gestellt.
Es kann nicht sein, dass ein russischer Staatskonzern den Daumen auf die Versorgungsinfrastruktur von ganzen Landesteilen hält. Wir sollten den Menschen keine Angst machen, sondern wir müssen sie überzeugen und gemeinsam mit ihnen tragfähige Lösungen jetzt erarbeiten. Denn eines möchte ich hier ganz deutlich sagen. Wir brauchen sie alle, vor allem die Fachkräfte vor Ort. Denn Schwedt hat eine Zukunft. Der Minister hat es ja schon in seinem Plan für die Raffinerie zur Weiterentwicklung, also hin zum Wasserstoff, skizziert. Der Fokus liegt nun darauf, diese Zukunft schnell und effizient zu gestalten. Lassen Sie uns das gemeinsam in die Hand nehmen. Denn ein gespaltenes Land spielt nur einen in die Karten. Dem Kriegstreiber und Aggressor Putin. Vielen Dank. Nächster Redner in dieser aktuellen Stunde von der Linksfraktion beantragt ist auch ein Politiker der Linksfraktion. Sören Pellmann ist der Beauftragte für Ostdeutschland seiner Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige aktuelle Stunde hat ja bis jetzt schon sehr deutlich gezeigt, dass ein Ölembargo problembehaftet und nicht einfach umzusetzen ist. Und Herr Kellner, jetzt gehen Sie gerade ein, was Sie sagen, wir haben einen Plan. Das erinnert mich an die Olsenbande. Die hatten auch immer einen Plan. Egon, ich habe einen Plan. Wie das meist ausgegangen ist, wissen die meisten, die dieses Jahr hier kennen. Für Tschechien, die Slowakei und Ungarn werden befristete Ausnahmen vom Ölembargo diskutiert. Und es gibt tatsächlich Parallelen zum Osten dieser Republik. Ostdeutschland ist ähnlich abhängig vom russischen Öl. Daher sagen wir als Linke sehr klar und deutlich, es muss auch für die ostdeutschen Länder Übergangsregelungen geben. Und ich vermute, wären die westdeutschen Bundesländer vom Embargo auch nur annähernd so betroffen wie die ostdeutschen, würde es umgehend Übergangsregelungen geben. Da es aber nur um den Osten geht, geht man die Risiken eines völlig überstürzten Lieferstopps ein. Viele Ostdeutsche werden dieses Embargo als eine westdeutsche Entscheidung einer westdeutschen Bundesregierung betrachten. Da sie sich offenbar nicht für Übergangsregelungen für Ostdeutschland einsetzen werden, brauchen wir umso dringender einen Schutzschirm für die neuen Länder. Denn das Ölembargo ist ein soziales Pulverfass, insbesondere für den Osten. Und sie haben keinen Plan, um dies zu entschärfen. Spritpreise von 3 € und mehr seien möglich, sagen Experten. Schon die aktuellen Spritpreise von über 2 € spalten unsere Gesellschaft. Demnächst soll die Energiesteuer über den Sommer für 3 Monate reduziert werden. Immerhin, das heißt nichts. Aber wenn das Embargo im Winter wieder gilt, soll die Energiesteuer dann tatsächlich wieder hochgehen? 65 Cent auf Benzin, 47 Cent auf Diesel beträgt aktuell die Energiesteuer. Die Energiesteuer sollte ausgesetzt werden, solange Mondpreise an den Tankstellen verlangt werden. Gleichzeitig müssen die Mineralölkonzerne endlich an die Kandare genommen werden. Die Preistreiberei, die den Konzernen obszöne Profite bescheren, muss aufhören. Handeln Sie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer bezahlt das Ölembargo letztendlich denn? Im geplanten Energiesicherungsgesetz, wir haben gerade davon gehört, um das es heute am Nachmittag noch gehen wird, steht, dass zum Beispiel im Fall eines Gasembargos die Versorger die steigenden Preise auf die Verbraucher abwälzen dürfen. Hier sieht man, wo die Reise hingeht. Keine staatliche Preiskontrolle, keinen Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor den Mehrkosten. Die Ampel, liebe Kolleginnen und Kollegen, lässt die Bürger bei ihrer Embargopolitik einfach im Regen stehen. Stattdessen bräuchten wir einen Schutzschirm für Verbraucher und Betriebe. Die Schwächsten wird es am stärksten treffen, sagte der Ökonom Thomas Straubhaar. Die durchschnittliche Rente von Rentnerinnen und Rentnern, die 40 Versicherungsjahre vorweisen können, beträgt im Osten aktuell 1.252 €, im Westen 1.428 € für 40 Beitragsjahre. Beide Beiträge sind viel zu niedrig. Aber im Osten sind es eben noch mal rund 200 € pro Monat weniger für ein komplettes Arbeitsleben. Wie soll eine Rentnerin mit 1.252 € oder weniger Rente diese aktuellen Preise denn noch bezahlen? Und Sie? Sie helfen nicht. 0 € gibt es in Ihrem Entlastungspaket für Rentnerinnen und Rentner. Dafür sollten Sie sich schämen. Wir bringen heute noch einen Antrag ein, der für ein Rentnerehepaar ein Energiegeld in Höhe von 1.400 € in diesem Jahr vorsieht. Das wäre eine angemessene Entlastung. Korrigieren Sie Ihren Fehler und stimmen Sie unserem heutigen Antrag zu.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, das Ölembargo wird Ostdeutschland um Jahre zurückwerfen, wenn Sie keinen Schutzschirm spannen. Deswegen fordern wir als Linke einen Fünf-Punkte-Plan. Erstens, die Arbeitsplätze in Schwedt müssen gerettet werden. Zweitens, die Abzocke der Mineralölkonzerne an den Tankstellen muss gestoppt und die Energiesteuer ausgesetzt werden. Drittens, Preise für Lebensmittel müssen sinken. Die Mehrwertsteuer bei Grundnahrungsmitteln soll auf null reduziert werden. Viertens, wir brauchen einen Rettungsfonds für ostdeutsche Unternehmen, ähnlich wie in der Corona-Krise. Insolvenzen aufgrund des Lieferstoppes darf es nicht geben. Und fünftens muss dann das Entlastungspaket, über das haben wir heute ja schon gesprochen und gehört, drastisch ausgewertet werden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Ölembargo, über was wir heute hier sprechen, hat das Potenzial, im 32. Jahr der Einheit eine neue Ost-West-Spaltung in unserem Land anzurichten. Verhindern Sie das und schützen Sie die Bürgerinnen und Bürger vor den Folgen dieses Embargos. Vielen Dank. Der Kollege Falkenmorsch spricht jetzt zu uns für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir führen diese Debatte hier im Licht des Überfalls von Putin, im Überfall von Russland auf die Ukraine. Und deswegen müssen wir über Embargo, über Sanktionen sprechen, nicht weil irgendwer es hier mutwillig riskiert, sondern weil es einen Überfall auf ein souveränes Land gegeben hat, meine Damen und Herren. Das ist der Hintergrund dieser Debatte hier. Und wir müssen die Debatte führen, weil es um die Zukunft, weil es um die Existenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PCK-Raffinerien, weil es um die Zukunft und die Existenz einer Region geht. Und wir müssen die Diskussion deswegen führen, weil wir uns in den vergangenen Jahren abhängig, allzu abhängig von Energie aus Russland gemacht haben. Wir haben es, wenn wir jetzt auf Öl schauen, zwar geschafft, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten die Abhängigkeiten schon drastisch zu reduzieren. Wir sind von einem Anteil von 35% von Öl aus Russland auf 12% runtergekommen. Das ist das Ergebnis von Arbeit, von planvoller Arbeit, von verantwortungsvollem Agieren dieser Ampelkoalition, meine Damen und Herren. Das ist wirklich eine Erleichterung in der Abhängigkeit, wenn es um die Frage von russischer Energie geht. Und ich will das hier deswegen auch so deutlich sagen, es ist eben auch die Folge von umsichtigem und verantwortungsvollem Agieren. Und dazu gehören auch Sanktionen, ganz ohne Frage, weil wir eben in dem Lichte des Angriffskriegs diese Aggression nicht durchgehen lassen können. Und völlig klar ist doch, und das ist der Maßstab, wir ergreifen Sanktionen, die uns in Deutschland, die uns in Europa nicht härter treffen als Russland. Das ist der Maßstab, den wir ergreifen. Und Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Sie können den Kopf schütteln. Herr Cottré, als wir im Wirtschaftsausschuss über die Sanktionen gesprochen haben, ich weiß nicht, ob Sie sich an den peinlichen Moment Ihrer Fraktion erinnern, wurde ja auch schriftlich noch mal beantwortet. Da waren nämlich, es sind viele peinliche Situationen, aber lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. Als wir über die Sanktionen im Wirtschaftsausschuss gesprochen haben, war die Frage der AfD-Fraktion, wie wir denn Produkte aus Russland, insbesondere den Hummer, substituieren können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der Maßstab und die Fragestellung der AfD, wie wir den Hummer aus Russland substituieren. Wir kümmern uns hier um die Energieversorgung für Deutschland und Europa insgesamt. Das ist unser Maßstab, meine Damen und Herren. Und wenn wir jetzt auf Schwedt schauen, dann reden wir dort über eine Raffinerie mit 1.200 Mitarbeitern, insgesamt 3.000 Beschäftigte, die dort auf dem Gelände direkt oder indirekt beschäftigt sind. Das sind nicht bloß Zahlen, meine Damen und Herren. Das sind 3.000 Jobs und Existenzen. Und es ist die Frage der Zukunft einer ohnehin schon gebeutelten Region in Ostdeutschland. Und, meine Damen und Herren, es ist auch eine Frage der Versorgungssicherheit von Berlin, von Brandenburg und einem wesentlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen, meine Damen und Herren, muss für uns klar sein, in welchen Schritten wir diese Frage eines notwendigen Ölembargos insbesondere für die Menschen in der Region, für die Menschen, die bei PCK beschäftigt sind, angehen. Und deswegen erstens
brauchen wir Öl aus anderen Quellen. Wir sind in der Lage, über die Belieferung aus Rostock, über die Belieferung aus Danzig, vielen herzlichen Dank an die Solidarität der Regierung in Polen, sind wir in der Lage, 70% des Öls, die in Schwedt raffineriert werden, sicherzustellen. Über 70% reichen uns, um den Betrieb dieser Raffinerie am Laufen zu halten. Und wir haben gesagt als Bund, dass wir das, was dort an Verlusten die Folge ist, dieser reduzierten Menge, dass wir die ausgleichen werden. Das war übrigens, meine Damen und Herren, eine der Bedingungen, die wir als Bundesrepublik gestellt haben, um einem Ölembargo auf europäischer Ebene zuzustimmen, dass wir in der Lage sind, diese Verluste auszugleichen. Das Dritte ist, dass wir die Frage der Eigentümerschaft, vielleicht sogar in Frage einer Treuhandschaft, dort regeln müssen. Wir wissen, dass Rosneft als russisches Unternehmen, als Mehrheitseigentümer dieser Raffinerie, natürlich null Interesse daran hat, unabhängig von russischem Öl zu werden. Und deswegen ist es die dritte Aufgabe, die wir haben, die Eigentümerschaft dieser Raffinerie zu klären. Und das Vierte, meine Damen und Herren, ist, dass wir Perspektiven aufbauen, dass wir die Raffinerie zukunftsfest machen. Das sind die vier Schritte, denen wir uns verpflichtet fühlen, wo wir verantwortlich sind. Und meine Damen und Herren, wir haben dieses Embargo ja nicht leichtfertig getroffen. Das ist eine Entscheidung aus übergeordneter nationaler Verantwortung und einer Souveränität der Ukraine und den Menschen dort gegenüber. Und deswegen, in aller Deutlichkeit, meine Damen und Herren, ist das auch eine Entscheidung, die wir insgesamt als Bundesrepublik Deutschland in Solidarität, in einer großen Verantwortung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PCK-Raffinerie, mit den Kolleginnen und Kollegen dort in der Region jetzt auch tragen und verantworten müssen. Es ist keine Entscheidung gegen den Osten, es ist keine Entscheidung gegen die Region, es ist eine Entscheidung, mit der wir souverän, verantwortungsvoll und solidarisch umgehen. Herzlichen Dank. Die Linke lehnt das von der EU geplante Embargo gegen die Einfuhr russischen Öls ab. Darüber hat sie auch eine Aktuelle Stunde beantragt. Dann müsste die oder derjenige sich schnell zu den Wahlurnen begeben, weil ich nach dem nächsten Redner die Wahl schließen werde. So, Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat hier nochmal aufgerufen, wer noch nicht der Wahl beigetreten ist zum parlamentarischen Kontrollgremium, soll sie jetzt seine Stimme abgeben. Und jetzt geht es aber gleich weiter in der Debatte mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union, Jens Spahn. Eine Auflösung, eine AfD im Panikmodus, flüchten sich. Nein, sie flüchten sich hier sehr bewusst in Populismus, um noch zusammenzukratzen, was zusammenzukratzen ist. Das ist doch das, worum es hier heute geht. Das ist doch der eigentliche Grund dieser Debatte. Und da muss man auch etwas klarstellen. Schuld, Verantwortung für das, was passiert und was zu entscheiden ist. Im Übrigen auch dafür, dass wir darüber reden müssen, wie es um die Versorgung und die Bezahlbarkeit von Energie ist. Verantwortung, die Schuld dafür trägt einer, und das ist Putin. Und dass gerade Sie als Linkspartei angesichts von Mord, Vergewaltigung, Raub, den Überfall auf ein souveränes Land, sich immer wieder hier hinstellen und eigentlich so tun, als sollte das folgenlos bleiben für Russland, für den Aggressor, das geht eben gar nicht. Den Teil haben wir in Ihrer Rede überhaupt nicht gehört. Und darum geht es eben auch bei diesen Sanktionen. Denn eins ist eben auch klar, und da unterstützen wir auch den Kurs der Bundesregierung, die Entscheidung, nicht Kriegspartei zu werden. Nicht Kriegspartei zu werden, heißt aber nicht neutral zu sein, sondern natürlich stehen wir an der Seite des tapferen ukrainischen Volkes. Und wir tun das, indem wir Waffen und Unterstützung liefern. Und ja, wir tun das auch durch Sanktionen. Das, was Putin da tut, darf nicht folgenlos bleiben. Sie halten hier Reden, als ob es folgenlos bleiben sollte. Und das wollen und werden wir nicht akzeptieren. Und deswegen gehört dazu, und das ist die schwierige Lage, auch auf die Folgen zu schauen. Denn Sanktionen, gerade bei Öl und Gas, haben Folgen, auch für und in Deutschland, für die Bürgerinnen und Bürger. Das hat nie jemand bezweifelt, dass das so ist. Und es tut weh, es tut auch teilweise richtig weh, diese Folgen. Und deswegen, es tut übrigens nicht weh,
Nur, es tut ganz besonders weh, gerade beim Öl, Schwedt in Ostdeutschland, aber es tut insgesamt in Deutschland, in Europa Bürgerinnen und Bürgern weh, wenn es um die Bezahlbarkeit geht, beim Tanken und beim Heizen. Und die Sorge um Arbeitsplätze, Sie können gerne mal mit mir ins Ruhrgebiet kommen. Die Frage, was es heißt, wenn wir über Gasversorgung reden, die Sorge um Arbeitsplätze gibt es auch in ganz Deutschland. Und deswegen bringt es hier gar nichts, West gegen Ost auszuspielen. Wir nehmen die Sorgen aller Bürgerinnen und Bürger im Westen wie im Osten da sehr, sehr ernst. Und deswegen geht es ja, und da tragen wir den Kurs auch mit, um einen schrittweisen Ausstieg. Niemand ist dafür, übrigens auch nicht das Ölembargo, das diskutiert wird, morgen am Tag sofort raus, sondern schrittweise eben auch, um Alternativen, um eine Perspektive geben zu können. Und Sepp Müller hat auch was sehr Wichtiges hingewiesen. Der Umstand, dass es so wenig Vertrauen und ja auch Glaubwürdigkeit der Bundesregierung gerade in den betroffenen Regionen wie in Schwedt gibt, hat was damit zu tun, dass beim Kohleausstieg eben keine Verlässlichkeit beim der Jahreszahl 2038 da ist, dass das nur wenige Monate später infrage gestellt worden ist. Und das ist eben etwas, wo die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbarerweise in den betroffenen Regionen sagen, wenn ihr es da so schnell infrage stellt, wie sollen wir uns auf die Zusagen, die ihr jetzt gebt, verlassen? Ich finde, das ist ein sehr berechtigter Punkt, der auch mit berücksichtigt werden muss. Und wenn man Glaubwürdigkeit zurückgewinnen will und Vertrauen, dann geht es vor allem auch um einen Plan. Und das ist der Teil, den wir kritisieren. Es geht um einen Plan, um die sozialen Folgen abzufedern. Zum einen bei den Preisen, das haben wir heute Morgen schon diskutiert, etwa wenn es auch um die Energiepreise geht, Senkung von Steuern in der Breite und in der Tiefe zu entlasten. Es geht darum, die sozialen Folgen gerade auch in den besonders betroffenen Regionen, wie etwa in Schwedt, abzufedern, Perspektive zu geben, so wie es ja auch dargestellt worden ist. Aber, und das will ich dazu sagen, es geht auch um einen Plan insgesamt für den Umgang mit Öl- und Gaslieferungen aus Russland. Dieser Deutsche Bundestag hat mit den Stimmen der SPD, der Grünen, der FDP und der Union vor zwei Wochen die Bundesregierung aufgefordert, mit breiter Mehrheit einen Ausstiegsfahrplan vorzulegen. Bis heute nichts. Wir kriegen Interviewäußerungen auch heute wieder. Man könne durch den Winter kommen ohne Gas. Dann kommen drei große Wenns. Es wird kein Plan vorgelegt, und über wie viele Terawattstunden reden wir, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Maßnahme soll was entsprechend ausgehen. Es gibt immer nur Interviewäußerungen hier und da, aber eben keinen durchdachten Plan. Dass man Pläne in einer Krisensituation auch wieder anpassen muss, dass man flexibel bleiben muss, ohne Zweifel. Aber es bräuchte mal einen Plan, wie wir schrittweise aussteigen aus Öl und Gas, aus der Abhängigkeit in der Situation, in der wir sind. Das fordern wir seit Monaten ein. Vor zwei Wochen sind Sie uns dabei gefolgt. Der Bundestag hat es beschlossen. Und wenn Sie Glaubwürdigkeit zurückgewinnen wollen und Vertrauen, auch in den betroffenen Regionen, dann legen Sie endlich diesen Plan vor. Der Kollege Bernhard Herrmann bekommt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Stimmt, halt, stopp. Ich wollte und sollte, das habe ich versprochen, die Wahl schließen. Das muss passieren, damit ausgezählt werden kann. Ich gehe davon aus, dass niemand mehr im Raum ist, der oder die nicht abstimmen konnte. Und auch draußen. So, also damit ist die Wahl geschlossen. Die AfD-Fraktion hat hier Joachim Wundrak vorgeschlagen, dass er Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums wird. Und dazu konnten die Abgeordneten zustimmen, das ablehnen oder sich enthalten. Und jetzt werden diese Stimmen ausgezählt und in der Debatte spricht nun Bernhard Herrmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Breite Einigkeit, zumindest dort. Wir müssen der politischen und sozialen Verantwortung gerecht werden gegenüber den Arbeitenden vom PCK in Schwedt. Gegenüber der Stadt, für die die Raffinerie die zentrale Lebensader ist, und gegenüber den Menschen in Ostdeutschland insgesamt. Und genauso müssen wir unserer Verantwortung gegenüber unseren europäischen Nachbarn gerecht werden und natürlich auch bezüglich des Klimawandels ambitioniert vorgehen. PCK hat eine bewegte Vergangenheit. Seit den 60er Jahren versorgte sie große Teile der damaligen DDR zuverlässig mit Ölprodukten. Durch die wirtschaftlichen Folgen der Wende gingen in der Raffinerie viele Arbeitsplätze verloren. Die Stadt hatte eine Arbeitslosenquote von bis zu 25% und die Einwohnerzahl sank rapide ab. Ich verstehe, und das aus eigenem Erleben, die Sorge der Menschen in Schwedt, ihre Angst um wirtschaftliche Existenzen, persönlich für Stadt und Region.
Umso dringlicher ist es doch aber gerade daher, die Raffinerie nun endlich auf einen Öllieferstopp vorzubereiten. Denn diesen wird es allein schon aus europäischer Solidarität geben müssen. Wir hatten vor wenigen Tagen, vor zwei Tagen, ein Treffen mit jungen Menschen von Fridays for Future Ukraine und Polen. Every month 10 billion Euro to the war machine. Jeden Tag, jeden Monat, 10 Milliarden Euro in die Kriegsmaschinerie, fragten uns die jungen Menschen. Auf hervorragende Erklärung unsererseits, ebenfalls von jungen Menschen, konnten die Polinnen das dann so leicht verstehen. Die Ukrainerin verständlicherweise nicht. Kurz nachdem wir Ostdeutschen uns in der friedlichen Revolution von der SED-Diktatur befreien konnten, gelang auch den Menschen in der Ukraine der Weg zur Unabhängigkeit. Seitdem haben sie mehrfach auf dem Maidan für Freiheit und Demokratie gerungen, und genau deswegen greift Putin sie an. Es ist der Kampf eines autoritären, inzwischen diktatorischen Systems gegen die Grundlagen auch unserer Gesellschaft. Und, sehr geehrte Damen und Herren der Linken, was da bisweilen wieder unter dem Zeichen von Hammer und Sichel daherzukommen scheint, das ist genau das Gegenteil. Putin will und geht gruselig konsequent zurück ins Zarenreich. Was denken Sie, warum Sie Beifall von der Seite bekommen? Okay, wenn er das braucht. Ich zitiere den DGB-Vorsitzenden aus Südwestsachsen. Zitate lese ich ab. Er sagte, Putin wäre früher angeblich Kommunist, heute schwerreich, zusammengeraubter Oligarchengünstling. Ich misste ein Wort zum Angriffskrieg Putins in Ihrer Rede. Trotz allem wissen wir alle sehr genau, dass ein Öllieferstopp mit gravierenden Problemen verbunden sein kann. Wirtschaftsminister Habeck hat Finanzhilfen für PCK in Aussicht gestellt und setzt sich unermüdlich ein, diese Probleme zu lösen und sicherzustellen, dass auch dort kein einziger Arbeitsplatz verloren geht und von dort weiterhin Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit Ölprodukten beliefert werden. Aber dafür braucht es auch Solidarität, erneut Solidarität aus Polen, nämlich für eine Öllieferung aus Danzig. Alles andere ist selbstverständlich angesichts der Eigentumsverhältnisse bei PCK. Denn wir Bündnisgrünen nehmen die Sorgen der Menschen sehr wohl, sehr ernst, kommunizieren ehrlich mit ihnen und arbeiten an echten Lösungen. Wir sollten uns davor hüten, uns auf Kosten der Betroffenen zu profilieren, davon absehen, vorhandene Ängste unnötig noch zu schüren. Verfassungs- und europarechtlich untaugliche Steuersenkungen helfen nicht. Regionale Steuersenkungen zu fordern, wo es bisher überhaupt keine Preisunterschiede zwischen Ost und West gibt, ist sachlich grundfalsch. Insgesamt in Europa wird verantwortungsvoll mit den Embargofolgen umgegangen. Ein Ölembargo soll ein halbes Jahr nach dem Beschluss in Kraft treten und nicht jetzt sofort. Wir müssen jetzt aber am besten gemeinsam als Politik mit den Betroffenen bis dahin alles dafür tun, dass auch in Schwedt die Herausforderungen gemeistert werden. Zu guter Letzt heißt ein verantwortlicher Umgang mit der Raffinerie in Schwedt anzuerkennen, dass sie endlich einen Plan für Treibhausgasneutralität braucht. In Leuna ist da mal viel weiter. Grüner Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe. Wer das nicht unterstützt, wer Angst vor Lösungen hat, wer Angst vor Lösungen stellt, der Eindruck drängt sich mir leider auf, das Interesse der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht wirklich im Blick. Minister Habeck und sein Staatssekretär haben sich dem Austausch mit der Belegschaft in Schwedt direkt gestellt. Sie werden das weiterhin tun. Wir weichen auch schwierigen Fragen nicht aus und arbeiten gemeinsam an Lösungen. Die ganze Region hat Transformationserfahrungen mit industriellen und gesellschaftlichen Wandel. Das ist nie einfach, aber ein Erfahrungsschatz, der sogar helfen kann, den Übergang zur klimaneutralen Industrie gut zu bewältigen. Wir alle in Ost und West stehen dabei hinter den Menschen in der Region und lassen uns nicht spalten. Vielen Dank. Damit kommen wir schon zum vorletzten Redner in dieser Debatte, Lukas Köhler, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Barth, ich freue mich übrigens, dass Sie sich Sorgen um die Laune der FDP machen. Das ist, dass Ihnen das am Herzen liegt, das finde ich schön. Sie müssen mir noch mal erklären, wie die Vermögenssteuer den Menschen dabei helfen sollte, bei solchen Preisfragen, wie sie jetzt durch ein Embargo anstehen,
die zu entlasten. Weil ich habe gehört, dass mehr Steuern selten mehr Entlastung bringen. Deswegen glaube ich, dass da vielleicht noch mal so ein bisschen ein paar neue Ideen in der Linken kommen müssten. Das würde Ihnen vielleicht auch bei so ein paar Prozenten helfen. Die Frage, die wir uns doch stellen sollten, ist, warum stehen wir jetzt da, wo wir aktuell sind? Warum ist die Lage so, wie sie ist? Und die Lage ist nicht so, weil wir enorme Preisaufwüchse sehen. Die Lage ist nicht so, weil wir Probleme in der Produktion von oder Verarbeitung von Rohöl sehen, sondern die Situation, in der wir aktuell sind, ist, weil sich ein Land, ein Machthaber, ein Regime, eine Elite überlegt hat, wir greifen ein anderes Land völkerrechtswidrig an. Und das ist ein Land, das Sie, meine Damen und Herren von der Linken, ganz explizit unterstützt haben. Und das sind Sie, liebe Fraktion des Hummers, genauso unterstützt haben. Das ist doch das Problem. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und das ist der Grund, warum wir in dieser Situation überhaupt sind. Reale Politik braucht reale Lösungen. Und die liefern wir als Ampel. Wir kümmern uns eben um genau die Fragen und die Herausforderungen. Wir haben ein riesiges Paket vorgelegt, wie wir die Menschen entlasten. Und gerade und ganz explizit mit dem Tankrabatt, den wir jetzt vorlegen, mit der Senkung der Energiesteuer, gerade da greifen wir genau das Problem aus, das hier entstehen wird. Das Problem, das hier entstehen wird bei einem Ölembargo, was entstehen könnte, ist, dass Preise insbesondere hier in dieser Region, in der wir uns gerade befinden, steigen. Gerade die Preise für Öl könnten hochgehen. Und wenn wir die entlasten, übrigens nicht nur über die Absenkung der Energiesteuer, sondern damit auch verbunden über die Mehrwertsteuer, die darauf entfällt, dann werden die Leute ganz konkret entlastet. Und das ist das, was wir kurzfristig richtigerweise tun müssen. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir den Menschen, die in Schwedt arbeiten, eine Perspektive verschaffen, dass wir aber auch dafür sorgen, dass eine kontinuierliche Produktion, eine Versorgung mit Treibstoff hier vor Ort gesichert ist. Und das funktioniert eben nicht, wenn ein Unternehmen im größten Teil von Rosneft gehalten wird. Das funktioniert eben nicht, wenn wir unsere eigene kritische Infrastruktur in der Energieversorgung nicht selber kontrollieren können. Und deswegen ist es richtig, dass das Wirtschaftsministerium, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass wir über das Energiesicherungsgesetz heute an diesem Tag eine Möglichkeit haben, unser eigenes Schicksal selbst in unsere Hände zu nehmen. Ja, auch über Treuhänderschaft. Ja, auch über Enteignung. Und ja, das ist nicht schön, das hier als FDPler sagen zu müssen. Aber wenn es notwendig ist für die Sicherheit der Menschen in diesem Land, für die Sicherheit unserer Energieversorgung, dann muss auch das manchmal gemacht werden. Und meine Damen und Herren, wir haben den Mut, der Realität ins Auge zu blicken. Das, liebe Linke, würde ich Ihnen auch mal empfehlen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch helfen würde, weil die Ausnahmeregelung, die Sie als Gegenmaßnahme vorschlagen, zu sagen, wir nehmen jetzt Ostdeutschland aus diesen Sanktionen raus, das ist doch kurz gedacht. Das funktioniert doch nicht. Da sieht man doch ganz klar, dass Sie dann Preisunterschiede in einem einheitlichen Markt haben, die Sie überhaupt nicht mehr ausgleichen können. Dann haben Sie Probleme mit Westpolen, die mitbeliefert werden aus Schweden. Was wollen Sie denn da tun? Es ist doch ökonomischer Irrsinn, da eine Ausnahme für eine Sonderzone im Osten machen zu wollen. Das hat nicht funktioniert, das wird nicht funktionieren und es würde auch in Zukunft nicht funktionieren. Wir liefern konkrete Lösungen für die Probleme. Und ja, es braucht eine Zukunft für Schwedt. Klar, wir müssen uns weiterentwickeln Richtung synthetische Kraftstoffe. Wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen in ganz Deutschland auch erneuerbare Energien. Wir brauchen all das, was wir gerade organisieren und was wir hervorbringen. Und lieber Herr Spahn, einen kleinen Punkt kann ich mir leider nicht ersparen. Sie haben über den Kohleausstieg 2038 gesprochen. Wir sprechen jetzt heute darüber, wie wir Feststellungsverfahren beschleunigen können. Wir organisieren Bürokratieabbau. Aber wenn Sie sagen, Verlässlichkeit ist notwendig, dann sage ich Ihnen, ja, da haben Sie recht. Verlässlichkeit der Politik ist notwendig. Aber der Verlässlichkeit muss immer die Klugheit vorangehen. Und einen Kohleausstieg 2038 staatlich festzulegen, obwohl der längst über den Emissionshandel geregelt ist, und dann zu sagen, naja, die klimapolitische Realität holt uns ein, der wird wahrscheinlich früher gestehen, das ist nicht das Problem von Verlässlichkeit, das ist das Problem von unkluger, von schlechter Politik. Und die haben Sie noch zu verantworten. Das ist das Problem, vor dem Sie gerade stehen. Ich denke, meine Damen und Herren, wir schaffen es als Regierung, die richtigen Lösungen für die Probleme, die vor uns liegen, auf den Weg zu bringen. Perfekt sind wir nicht, Fehler machen wir alle. Aber wir arbeiten ganz real daran, jeden Tag dafür zu sorgen, dass es den Menschen ein Stück besser geht und dass Probleme, die es gibt, gelöst werden. Vielen Dank. Lukas Köhler war das, FDP-Fraktion, stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
auf. Ihnen folgt nun Nina Scheer, Sprecherin für Klimaschutz und Energie der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine ist ein kurzfristiges Ende der Lieferungen von Energie aus Russland nicht ausgeschlossen, weil verschiedene Ursachen dazu führen können, verschiedene Maßnahmen von verschiedenen Seiten, dass das passiert. Und aus aktuellem Anlass möchte ich kurz auch eingehen, zumal die Dinge auch miteinander zusammenhängen, sektorübergreifend. Das von Russland verhängte Dekret gestern ist sanktioniert 31 Unternehmen. Und es ist interessant zu sehen, dass es eben offenbar nicht auf den Stopp der Versorgung durch Gas zielt, sondern auf die Veranlassung Deutschlands zum Bezug anderer Quellen, was natürlich insbesondere preislich sich auswirkt. Und daran sieht man eben auch, wie instrumentalisierbar Abhängigkeiten sind und dass eben genau mit diesem Instrument jetzt gespielt wird. Und das führt uns auch noch mal eine neue Dimension im Kontext von Abhängigkeiten vor Augen. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch noch mal erwähnen, dass alles, was wir an alternativen Gasbezügen auf den Weg bringen, immer eine Reaktion auch in Bezug auf andere Importländer bedeutet. Und wir haben auch eine entwicklungspolitische Verantwortung gegenüber den Ländern, die auch dann immer mehr und mehr und mehr zahlen müssen. Und deswegen müssen wir dringend etwas gegen die Spekulation auf Verknappung von Energieressourcen unternehmen. Dringend. Die Importabhängigkeiten von Öl konnten jetzt immerhin schon von 35 auf 12% heruntergedrückt werden. Wir erkennen aber, wie gerade schon erwähnt, wir haben in allen Sektoren auch schon vor dem Krieg steigende Preise für Importe auf Energien. Und es handelt sich eben dabei um eine Preissteigerung des fossilen Energiemarktes. Das muss immer wieder betont werden. Es ist der fossile Energiemarkt. Die erneuerbaren Energien gehen in den Kosten immer weiter runter. Und wir haben eine Preissteigerung im fossilen Sektor. Die Tendenz ist unwiederbringlich nach oben. Und jetzt durch den Krieg erst recht, klar, wir müssen ja auch darauf reagieren, aber wir dürfen uns nichts vormachen. Auch ohne den Krieg hatten wir schon diese Preisdiskussion. Deswegen müssen wir so schnell es geht umsteigen auf erneuerbare Energien. Und deswegen ist es konsequent, dass wir heute Morgen weitere Schritte unternommen haben und das Kernstück des großen Pakets, was wir mit dem Osterpaket, aber es kommt ja auch ein Pfingstpaket, es kommen noch weitere Maßnahmen, die nicht unbedingt paketgebunden sind. Aber wir haben heute Morgen mit der Einbringung des Osterpakets und dem Kernbestandteil der EEG-Novelle einen Riesenschritt nach vorne gebracht, da hier eben im Zentrum steht, die Entfesselung der erneuerbaren Energien, des Ausbaus der erneuerbaren Energien hinzubekommen, die Hemmnisse zu überwinden, die ganzen Blockaden zu überwinden. Und ich möchte auch hier mal einmal erwähnt haben, das wird uns nächste Woche wahrscheinlich noch verstärkt beschäftigen, dass auch die Europäische Kommission nun verstärkt diesen Zug aufnimmt. Sie wird jetzt verstärkt in die Förderung Erneuerbarer gehen. Sie will auch die Vorrangigkeit der Erneuerbaren kodifizieren und bringt jetzt ein 195-Milliarden-Programm für die nächsten 5 Jahre auf den Weg, um Energieunabhängigkeit mit dem Fokus auf erneuerbare Energien hinzubekommen. Das muss von uns unbedingt unterstützt werden. Da liegt die Zukunft. Und um es nochmal zusammenzufassen, erneuerbare Energien, das mögen Sie wollen oder nicht, sie stehen nun mal für Konfliktvermeidung, sie stehen für die Beendigung von Erpressbarkeiten, sie stehen für Klimaschutz, sie stehen für Energiegerechtigkeit, da der Zugang überall möglich ist, sie stehen für heimische Wertschöpfung und sie stehen für Arbeitsplätze mit Zukunft. Und es wird seit Beginn des Krieges auf einen schnellen Stopp der Energieimporte aus Russland hingewirkt, ja, richtigerweise, nichts anderes kann die Konsequenz eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs sein. Aber eben, ich habe es eingangs schon erwähnt, auch anderweitig können Stopps nicht ausgeschlossen werden. Und insofern möchte ich auch noch mal kurz eingehen auf die Anhörung, die öffentliche Anhörung, die wir als Ausschuss Klima-Energie am
Montag, am 9. Mai hatten. Und wir hatten 13 Sachverständige aus Wissenschaft, Wirtschaft und auch die Bundesnetzagentur da und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund da. Und ich möchte es nicht unerwähnt lassen, die Sorgen vor Auswirkungen von weiteren Energieembargos sind groß. Und es wird davor sehr gewarnt. Das muss erwähnt werden, weil das einfach die Stimmen aus Wissenschaft und Sachverständigen weiterer Art sind. Das wollte ich noch abschließend aufgegriffen haben. Es war eine Selbstbefassung des Ausschusses. Die Redezeit ist beendet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich teile Ihnen das Ergebnis der Abstimmung der Wahl mit. Abgegebene Stimmzettel 657, ungültig keine. Mit Ja haben gestimmt 100, mit Nein haben gestimmt 540. Es gab 17 Enthaltungen. Der Abgeordnete Joachim Wundrak hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist damit als Mitglied des PKGR nicht gewählt. Und ich komme zurück zu unserer Debatte und gebe das Wort dem Kollegen Michael Kiesling für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir stehen hier, weil Krieg in Europa ist. Und wir müssen entsprechend Sorge tragen, dass wir Friedensgespräche wieder aufnehmen können. Und deshalb reden wir heute auch über das Ölembargo. Und es darf ja keiner davon ausgehen, wenn Krieg in Europa ist, dass das ohne Folgen ist, auch für uns in Deutschland. Aber wovon wir schon drüber reden müssen, ist, welche Auswirkungen hat es und wie können diese Auswirkungen entsprechend von der Regierung gemildert werden und abgedämpft werden. Und da fehlt mir einfach das, was auch mein Kollege Spahn vorher angesprochen hat, die Konsequenz, der Plan und die Umsetzung. Und was wir brauchen, da sind wir uns ja einig, dass wir höhere energiepolitische Unabhängigkeit brauchen, dass wir mehr außenpolitische Souveränität brauchen. Aber was wir aufpassen müssen, ist, dass das Ölembargo nicht stärker uns schwächt als Russland selber. Und deshalb müssen wir zwei Konsequenzen auch ernst nehmen. Die erste Konsequenz ist die Versorgungsengpässe in Ostdeutschland. Es muss uns klar sein, Energie ist die Achillesferse unserer Wirtschaft in Deutschland, aber auch in Europa. Und daher brauchen wir dringend einen Plan, wie das weitergehen soll, wie man sich das gestalten will. Und das über den Winter hinaus. Es ist zwar schön, dass wir jetzt Reserven haben, aber was kommt danach? Wie will ich die Arbeitsplätze sicherstellen? Wie will ich die Energieversorgung sicherstellen? Und da brauchen wir ein Gesamtkonzept. Und das fehlt mir. Klar gehören die regenerativen Energien mit dazu. Aber da meine ich alle. Da gehört Wasserkraft genauso gut dazu. Auch die regionale Wasserkraft gehört dazu. Da gehört Solar dazu. Da gehört Wind dazu. Da gehört aber auch dazu die Überlegung, wie gehen wir mit der Kernenergie weiter? Macht es nicht Sinn, dort zu überlegen, die vielleicht weiterlaufen zu lassen, um in dieser Zeit der Energieknappheit für Energie zu sorgen? Es gehört auch dazu, zu überlegen, ist der Kohleausstieg 238 jetzt wirklich der richtige Moment oder müssen wir schauen, dass wir diesen Engpass an Energie entsprechend mit den Energiequellen, die uns zur Versorgung stehen, abdecken. Und was auch richtig ist, ist die Handlungsfähigkeit in Krisenzeiten, dass die sichergestellt werden muss. Sprich das Energiesicherungsgesetz, dass wir Treuhand eventuell einsetzen können. Ultima ratio die Enteignung. Aber meine Damen und Herren, das sind so starke Eingriffe, da muss das Parlament auch mit beteiligt werden, wenn es darüber geht. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo man darüber diskutieren muss, vor der Umsetzung, vor der Planung, wie Sie das alles sicherstellen wollen. Und zweitens, das hatten wir heute früh auch schon diskutiert, im Thema Inflation. Wie gehen wir um mit den steigenden Energiepreisen? Haben wir die Einbrüche in der Industrie entsprechend im Blick? Wie schaffen wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und der Regionen entsprechend aufrechtzuerhalten? Und hier liefert meines Erachtens die Ampel viel zu wenig. Wir haben Ihnen Vorschläge gemacht zur Entlastung, Steuer bei den Energiepreisen runter, Pendlerpauschale entsprechend drauf, Rentner und Studenten auch mit zu berücksichtigen. Meine Damen und Herren, was für die Opposition gilt, kritisch und konstruktiv zu agieren, das gilt aber auch für die Ampel. Und darum bitte ich Sie, schauen Sie sich unsere Anträge noch mal an. Es ist das eine oder andere dabei, was Sie gerne noch umsetzen können, um einfach die Folgen zu mildern. Unsere Vorschläge sind umfassender, spürbar und wirkungsvoller für die Menschen vor Ort. Und das ist wichtig.
Und wir haben die staatspolitische Verantwortung, die nehmen wir auch wahr. Wir haben, tragen den Kurs mit, Jens Spahn hat es auch gesagt im Vorfeld, mit der Waffenlieferung, wo wir zugestimmt haben. Aber Sie müssen sich auch bewegen, dass unser Land aufgrund der Krisensituation auch entsprechend weiter vorankommt und wir auch die sozialen Härten, die es gibt, durch die Embargos, durch den Krieg entsprechend abfangen. Michael Kiesling war das und nächster Redner ist Jan Dieren. Er sitzt für die SPD-Fraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und es ist seine erste Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen in den demokratischen Fraktionen, werte Zuschauerinnen. Heute diskutieren wir über ein Embargo gegen russisches Öl als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine. Ein Ölembargo ist natürlich ein Mittel der Auseinandersetzung mit Russland, aber es ist kein Mittel militärischer Gewalt. Es wirkt aber in beide Richtungen und hätte deshalb auch Folgen hier in Deutschland. Und es gibt jetzt sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu, wie und wie hart die Folgen für Menschen in Deutschland wären. Und klar, wenn man nur aufs Bruttoinlandsprodukt in Deutschland schaut, dann mögen die Folgen noch überschaubar scheinen. Aber wenn wir auf die Lebenswirklichkeit der Menschen in Ostdeutschland blicken, auf die Arbeitsplätze, Familieneinkommen und die Spritversorgung dort, dann sind die Folgen immens. Das hat mein Kollege Carsten Schneider vorhin ausgeführt. In Ostdeutschland sind heute noch die Einkommen, die Renten und auch die Ersparnisse geringer als in Westdeutschland. Und in ganz Deutschland sorgen sich Menschen gerade um die Folgen des Krieges und der Inflation. Diese Sorgen sind verständlich. In Ostdeutschland sind sie es umso mehr. Aber, liebe Kolleginnen, die Abhängigkeit vom russischen Öl, die uns jetzt vor so große Herausforderungen stellt, steht sinnbildlich für unsere Abhängigkeit von fossilen Energiequellen überhaupt. Und aus diesen Herausforderungen jetzt können wir lernen und müssen wir lernen. Denn die Unsicherheit, liebe Kolleginnen, die viele Menschen jetzt empfinden, gilt ja auch der Zukunft unserer Gesellschaft überhaupt und der Frage, welche Antworten finden wir eigentlich auf die tiefen Umbrüche, die wir gerade erleben? Natürlich gibt es unvorhersehbare Ereignisse. Nicht jedes Unwetter, nicht jede Pandemie und nicht jeder Krieg sind vorhersehbar. Mit ihren sozialen Folgen müssen wir deshalb im Nachhinein umgehen. Und deshalb sind auch drei Dinge richtig. Deshalb ist es erstens richtig, dass wir hier im Bundestag ein erstes Entlastungspaket auf den Weg gebracht haben. Deshalb ist es zweitens richtig, dass wir ein zweites Entlastungspaket auf den Weg bringen und dass wir natürlich weiter darüber diskutieren, wie wir mit den sozialen Folgen umgehen, wenn wir auf Rentnerinnen und andere mit sehr geringen Einkommen schauen. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir jetzt und in den nächsten Monaten hier Projekte voranbringen, die die soziale Lage von Menschen dauerhaft verbessern. Die Erhöhung des Mindestlohns, das Bürgerinnengeld, die Kindergrundsicherung, die BAföG-Novelle und noch so viel mehr. Das hilft Menschen überall, aber natürlich auch und gerade in Ostdeutschland. Und als Menschen sind wir ja lernfähig. Wir können lernen, die Natur und ihre Gesetze zu verstehen, sie vorherzusagen und uns an sie anzupassen. Und auch gesellschaftliche Entwicklungen, die wir vorhersehen, können wir heute gestalten, bevor sie ihre Folgen zeitigen. Und wir wissen doch jetzt, dass wir vor so tiefen gesellschaftlichen Umbrüchen stehen. Wir wissen um den Klimawandel, wir wissen um den Wandel der Arbeitswelt und wir wissen jetzt auch darum, dass die Welt, in der wir leben, nicht so sicher und friedlich ist, wie das viele geglaubt haben. Und auf diese Umbrüche brauchen wir solidarische Antworten. Es kann doch nicht sein, dass Energiekonzerne wie Shell mitten in der Krise 43% mehr Gewinn machen, während die Menschen an den Zapfsäulen verzweifeln. Es kann doch nicht sein, dass Vonovia 1,3 Milliarden an seine Aktionärin ausschüttet, während viele Menschen nicht wissen, wie sie nächsten Monat die Miete zahlen sollen. Und es kann doch nicht sein, dass ein Dieter Schwarz mit Lidl sein Vermögen in der Pandemie allein um über 20 Milliarden Euro vermehrt, während gleichzeitig Menschen nicht wissen, ob sie bald noch ihre Lebensmittel bezahlen können. Das kann kein solidarischer Umgang mit dieser Krise sein, liebe Kollegin. Das können wir als Gesellschaft besser. Den Wandel der Arbeitswelt können wir sozial gestalten, wenn wir das im Sinne der arbeitenden Menschen tun. Der Klimawandel ist eine soziale Frage und wir können eine soziale Antwort darauf formulieren. Und wenn sich die bisherige Staatenordnung auflöst,
dann kann unsere Antwort nur eine wirkliche Friedensordnung sein, die nicht auf Sand gebaut ist. Das sind große Herausforderungen, liebe Kolleginnen, größer als die, vor denen wir jetzt stehen. Und wenn wir diese Menschheitsaufgaben bewältigen wollen, dann müssen wir aus den Herausforderungen jetzt lernen. Und deshalb ist es richtig, dass wir heute über die sozialen Folgen eines Ölembargos für Menschen in Ostdeutschland reden, bevor sie eintreten. Und lassen Sie uns, liebe Kolleginnen, hier bald auch gemeinsam darüber sprechen, wie wir auf die gesellschaftlichen Umbrüche solidarische Antworten finden. Solidarische Antworten, durch die Menschen nicht Angst und Unsicherheit empfinden, sondern in den Umbrüchen eine Perspektive auf ein gutes Leben sehen. In Ostdeutschland, in Westdeutschland und anderswo. Das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank. Soweit hier diese Aktuelle Stunde zu den sozialen Folgen eines Ölembargos. Da die Linksfraktion hat diese Aktuelle Stunde beantragt. Und die Energiesicherheit wird hier heute auch noch am Abend eine Rolle spielen im Bundestag. Auch dann werden die Fraktionen hier noch einmal über die Energiesicherheit sprechen, genauer gesagt über das Energiesicherungsgesetz. Da geht es auch darum, dass der Staat mehr Kontrollmöglichkeiten hat, um die Energiesicherheit festzustellen.